Oh, weia. Hey, die Rolltreppe funktioniert. Komm her. Ja, ja, Sekunde. Ich habe hier noch eine Notiz, eine Küchennotiz. Die ist ganz dringlich. Donnerstag. Ich bin so ein Arschloch. Jawohl, das ist total erfasst, du olle Pissnäcken, Arschnasen, Fotzenkopf, Pisteimer, Edelgesicht. Mann, war das stylisch. Vor ein paar Tagen. Ajo. Wow, schau dir das an. Fuck yeah, Treppen gegenlaufen, FTW. Und Treppen hochlaufen, FTW. Und wieder Treppen runterlaufen, FTW. Ah, Frühsport, jawohl. Genau so muss es doch sein. Jetzt geht's wieder hoch. Fuck yeah, und ich bin immer noch schneller wie du. Und du? Oh, Arcade! Oh, das gibt's doch gar nicht. Ich hab's doch gesagt. Boah, was haben wir denn hier alles Schönes? Ein Greifarm, der nicht wirklich mehr notwendig ist. Kaugummiautomaten, die nicht gehen. Ist ja... Och, schade. Ist auch defekt. Warum haben die ganzen Automaten kaputt gemacht? Das ist doch... Moment. Sag jetzt nicht, er ist kaputt. Er ist kaputt. Mann, ich wollte so gern damit spielen. Kannst du doch. Wie? Okay, komm her. Schließ die Augen. Na los. Okay. Damit bewegst du dich. Damit bockst du und damit trittst du zu. Und zum Blocken den hier. Okay. Zuerst wählst du deinen Charakter. Du spielst als die unaufhaltbare, krallenschwingende, umwerfend schöne Angel Knives. Soll ich mir das jetzt alles vorstellen? Augen zu. Okay, sorry. Sie steht am Rande des Schattentempels. Ein uraltes, mystisches Gebäude, wo die Turniere der Unsterblichen stattfinden. Dein Gegner, Blackfang, tritt aus dem Tempel. So ein weißer Muskelberg mit drei Armen. Dein Blut aus. Die Musik wird lauter, als er seine Kampfstellung einnimmt. Bereit. Und wie? Runde 1. Kampf. Runde 1 beginnt. Blackfang rast auf dich zu. Er greift dich mit einem Doppelschlag an. Spring hoch! Ja, er schießt an dir vorbei. Du landest hinter ihm. Schnell, schlag ihm in den Rücken. Dem Ellbogen. Kostet ihm 15% Gesundheit. Ja! Er wirbelt herum und startet einen Schattenklauenangriff. Was soll ich tun? Zurück und blocke zum Kontern. Du machst den Ellbogen hoch, gerade als eine Kombo startet. Du rutschst zurück, nimmst aber keinen Schaden. Der letzte Block bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Gleich hat er sich wieder erholt. Schnell! Himmelsheber! Er hat dich gleich. Schlag ihn damit der Luft. Angel Knives Klauen fangen an zu glühen. Sie durchbohrt seinen Körper wieder und wieder, bis ihm das Herz aus dem Oberkörper springt. Sie holt mit ihrem Bein aus und schlägt ihm mit einem Roundhouse-Tritt den Kopf ab. Eine Blutfontäne ergießt sich aufs Spielfeld. Das ist ein Ultra-Kill. Angel Knives reckt die Fäuste in die Luft. Du hast gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Nicht schlecht fürs erste Spiel. Und? War ganz okay. Ach, komm schon. Ja, hat Spaß gemacht. Hörst du das?
Hey, hör mal. Wir sollten zurück. Ich muss zurück. Du hast noch jede Menge Zeit. Riley, ich kann mir solche Sachen nicht mehr erlauben. Wir machen einfach morgen weiter. Geht nicht. Was? Na, dann halt irgendwann anders. Okay, Firefly-Braut, wann? Sie wollen, dass ich verschwinde. Verschwinden? Aus Boston. Ich soll zu einer Gruppe in einer anderen Stadt. Ich habe gesagt, dass ich in Boston bleiben will. Aber du weißt ja, wie Marlene ist. Nichts macht sie einem leicht. Alles ist ein Test. Sie holen mich morgen ab. Okay. Das war alles? Na, was willst du denn hören? Was weiß ich? Wie wär's mit einem guten Rat? Ich mein's ernst. Warum hast du mich hierher gebracht? Ich wollte dich sehen. Nein, warum hast du mich hierher gebracht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Du willst meinen Rat? Geh. Na los, verabschieden wir uns. Ich schau mal, woher die Musik kommt. Riley! Riley! Verdammt! Wo zur Hölle ist sie hin? Riley! Riley! Oh oh. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt, aber ich will ungern spoilern. Von dem her halte ich erstmal noch die Klappe. Wir rennen jetzt einfach erstmal einfach nur nach. Wenn wir sie mal irgendwo finden würden. Teilweise mag ich Kaufhauspuppen nicht. Und... Moment. Was machst du denn so? Genau, böse Puppe. Guck mir nicht so an. Hast du sowas schon mal gesehen? Ist unser Gespräch beendet? Keine Ahnung, ist es? Du hast keinen Grund, sauer auf mich zu sein. Ich bin sauer auf dich. Warum? Weil ich deine Meinung hören wollte? Wann war dir meine Meinung je wichtig? Es war doch gut. Es war verdammt gut. Und dann sagst du, ich soll mich verziehen und verschwindest einfach? Dieser ganze Tag... Fühlst du dich schuldig? Soll ich dir leichter machen? Bitte schön, kannst du gerne haben. Ich müsste eigentlich auf der anderen Seite der Stadt sein. Wenn ich als Firefly erwischt werde, bin ich tot. Wegen Schuldgefühlen habe ich nicht eine Stadt voller Soldaten durchquert. Und ja, ich habe Dinge getan, die ich gern ungeschehen machen würde, aber... Ich versuch's. Apropos. Diese Wasserpistolen, auf die du scharf warst? Dafür hätte man mich fast erschossen. Überraschung. Okay. Zuerst mache ich dich fertig. Und dann reden wir. Mach dich auf eine Dusche gefasst. Mal sehen, was du drauf hast, Firefly. Wasserspielchen. Zeig, was du kannst.
Einzugen zum Aufladen. Jawohl! Komm schon! Nassmachstufe! Ha! Nimm das, Riley! Schnell nachpumpen! Oh, dafür wirst du büßen. Ja! Oh. Voll aufs Maul! Ah, fuck! Mir ist die Soße ausgegangen! Nimm das an! Oh, ja, siehst du? In die Ecke! Du bist erledigt. Hab's ja gesagt. Es war ziemlich nah dran. Was? Ja. In deinen Träumen. Okay, wie du willst. Du zählst bis fünf, ich versteck mich und wir jagen uns. Wer zuerst getroffen wird, verliert. Okay. Schließ die Augen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich komme! So. Wo bist du? Mach dir nicht zu bequem. Ha! Verdammt! Okay, gewonnen. Okay, wer zwei von drei schafft. Also nochmal. Na gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du bist tot. Dann wollen wir das Ganze nochmal machen. Sauber, sauber. Riley, ich würde so gern weitermachen. Aber du musst zurück. Aber ich muss zurück. Okay, gut. Kann ich ein Stück mitkommen? Denk schon. Dann komm, ich hole meinen Rucksack. What will happening as next? Scheiße, komme ich nicht hin. Moment. Kann's ja so machen. Hier. Einer, zwei. Hallo! Bumm! Na los, komm, kokeln ein bisschen.